Bahnhof Rehalb. Eine Fahrt mit der Dampfbahn unternehmen. Schon am frühen Morgen melden sich die ersten Fahrgäste für eine Fahrt in die Vergangenheit mit einem Zug der Dampfbahn Furka Bergstrecke, der DFB, an. Diese arbeitsintensive Form des Transports kommt heute fast nur noch als Attraktion für Touristen und Eisenbahnliebhaber zum Einsatz. In den frühen Morgenstunden sind die Mitarbeiter der DFB schon mit den Vorbereitungen für die Fahrt beschäftigt. Die Lokomotive wird für die Fahrt an diesem schönen Sommertag einsatzbereit gemacht. Ein wichtiger Ort im Depot in Rehalb ist die Drehscheibe, mit der die Dampflok immer in die richtige Richtung gedreht werden kann. Hier wird die Lok gedreht, um Kohlen zu bunkern. Ein unverzichtbarer Kraftstoff für die Fahrt über die Furka Bergstrecke. Diese Drehscheibe befand sich früher in Pontresina und wurde der DFB 1989 von der Rätischen Bahn als Geschenk überlassen. Die Lokomotive bunkert auch Wasser. Neben Kohlen ist Wasser mindestens so wichtig, um Oberwald, das Ende der Strecke, sicher zu erreichen. Noch einmal auf die Drehscheibe, um die Lok in die richtige Richtung zum wartenden Zug im Bahnhof Rehalb fahren zu können. Die Dampfbahn Furka Bergstrecke, DFB, versorgt den Fahrbetrieb auf der alten Bergstrecke zwischen Rehalb und Oberwald. Diese Strecke kann nur im Sommer befahren werden und ist wegen der starken Steigung mit einem Zahnstangensystem versehen. Die ursprüngliche Bahnstrecke wurde in zwei Etappen in Betrieb genommen. 1914 wurde der erste Streckenteil von Oberwald nach Gletsch fertiggestellt. Dann dauerte es noch 12 Jahre, bis der Abschnitt 1926 weitergebaut und an das Schienennetz der Rätischen Bahn angeschlossen wurde.
Der Betrieb auf der 1942 elektrifizierten Bergstrecke wurde 1981 nach Fertigstellung des 15 Kilometer langen Foka-Basistunnels zwischen Oberwald und Realp eingestellt. Nach der Fertigstellung konnte die Foka-Oberalpbahn die Strecke das ganze Jahr betreiben. Ab diesem Zeitpunkt fuhr der Zug nur noch durch den Tunnel und nicht mehr oberirdisch. Die Strecke hat oberirdisch eine Länge von 17 Kilometern, zählt 4 Haltestellen und es muss ein Höhenunterschied von 794 Metern überwunden werden. Nach der Stilllegung sollte der Rückbau der Strecke erfolgen. Eine Gruppe von Eisenbahnfreunden wollte sich damit nicht abfinden. Sie gründeten 1982 den Verein Foka Bergstrecke mit dem Ziel, die alte Bergstrecke wieder im alten Glanz auferstehen zu lassen. Um dies zu ermöglichen, wurde eine Reihe Original-Dampflokomotiven, die nach der Elektrifizierung nach Vietnam verkauft worden waren, wieder zurückgekauft. Mit viel Dampf fährt der Zug aus dem DFB-Bahnhof Realp für eine Fahrt über die Bergstrecke nach Oberwald ab. Wir fahren erst am Depot und an der neu gebauten Werkstatt vorbei. Während die Freiwilligen außerhalb Realp ihrer Arbeit nachgehen, nähert sich der Zug dem ersten Zahnstangenabschnitt. Bei Steigungen bis 11% ist dieses Hilfsmittel auch unverzichtbar. Dann geht es den Berg hinauf und da ist kräftiges Heizen angesagt. Über die Wieler Brücke gelangt man auf die Südseite des Tals. Diese Stahlbrücke wurde in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts als Ersatz für die durch Naturgewalten beschädigte alte Steinbrücke gebaut. Am Beginn des Abschnitts folgen kurz nacheinander 3 kurze Tunnel.
Jedes Jahr muss die Bahnstrecke aus ihrem Winterschlaf geweckt und wieder betriebsbereit gemacht werden. Vor allem zwischen Realp und Tiefenbach muss Schnee geräumt werden. Da die Bahnstrecke auf der Schattenseite des Tales verläuft, besteht hier manchmal bis in den Mai Lawinengefahr. In der Vergangenheit gab es teilweise über 10 Meter hohe Lawinenreste. Aufnahmen aus dem Jahr 1999, als durch extreme Schneefälle viele große Lawinen ausgelöst wurden. So viel Schnee war, wie manche sagten, seit dem Winter 1950-51 nicht mehr gefallen. Damit diese Mengen weggeräumt werden können, muss erst festgestellt und markiert werden, wo die Schienen liegen. Anschließend wird ein Großteil des Schnees mit einer Raupenfräse bis etwa einen Meter über der Strecke beseitigt. Der Schnee kann nicht vollständig mit Maschinen entfernt werden. Teilweise ist Handarbeit erforderlich, wie hier über dem Tunneleingang. Der letzte Schnee wird von einer Diesellok mit Schneefräse entfernt. Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen, dass die Räumarbeiten früher meist von Hand durchgeführt wurden. Hier graben Arbeiter sogenannte Schneetunnel. Die Züge fuhren damals tatsächlich dahin durch. Die berühmte 1926 gebaute Steffenbachbrücke. Diese überspannt ein Seitental, das in einem Lawinengebiet liegt. Auch die ursprüngliche Steinbrücke wurde, bevor je ein Zug darüber gefahren war, schon durch eine Lawine zerstört. Später wurde eine Stahlbrücke gebaut, die nach der Sommersaison ohne vollständigen Abbau weggeklappt werden konnte. Wenn keine Lawinengefahr mehr bestand, wurde die Brücke wieder ausgeklappt. Diese Animation zeigt die Schritte, die notwendig sind, um die Brücke von der Winter- wieder in die Sommerposition zu bringen. Als erstes wird der Trägerteil auf der Realpseite nach oben gezogen. Das Anbringen der Trägerteile erfolgte von Hand. 4 Mann mussten die Seilwinden bedienen. Die Montage und Demontage der Brücke nahm daher mehrere Tage in Anspruch. Im zweiten Schritt wird der Trägerteil auf der Tiefenbachseite in die Sommerstellung gebracht. Thank you.
Zum Schluss wird der lange mittlere Trägerteil nach oben gezogen und die gesamte Konstruktion verriegelt. Anschließend werden die Schienen und Zahnstangen montiert. Heute wird der Aufbau an einem einzigen Tag erledigt. Wenn man als Fahrgast im Zug durch die drei kurzen Tunnel und über die Steffenbachbrücke fährt, denkt man kaum daran, wie viel Arbeit dieser Streckenabschnitt jedes Jahr erfordert. Die erste Haltestelle ist Tiefenbach. An dieser abgelegenen Haltestelle auf 1849 Metern über dem Meeresspiegel steigen kaum Fahrgäste ein oder aus. Trotzdem ist diese Haltestelle wichtig, weil hier der Wasservorrat der Lokomotive aufgefüllt wird. Die Fahrgäste können sich hier kurz die Beine vertreten, Ausschau nach Murmeltieren halten oder den Zug fotografieren. Nach dem Auffüllen des Wasservorrats fahren wir wieder weiter Richtung Furka und Gletsch. Wir kommen immer weiter hinauf und die Landschaft wird immer kahler. Die Baumgrenze liegt bereits hinter uns. Über das Steinstaffelviadukt erreicht der Zug wieder die Nordseite des Tals. Das Viadukt ist eine traditionell gebaute Steinbogenbrücke. Die verwendeten Steine stammen aus der Umgebung. Schwerstarbeit leisten, denn auf diesem Streckenteil mit einer Steigung mit 11% wird viel Dampf benötigt. Und dazu muss viel Kohle auf den Rost geschaufelt werden. Der Lokführer dieser Zahnradlokomotive aus dem Jahr 1913 muss spezielle Voraussetzungen erfüllen. Erst nach einer langen Ausbildung mit schwierigen Prüfungen wird einem diese Tätigkeit anvertraut. Thank you.
Die nächste Haltestelle ist Furka, auf 2160 Metern über dem Meeresspiegel. Der Bahnhof liegt etwa 300 Meter niedriger als die Passstraße und am Eingang des alten Furka-Tunnels. Hier kreuzen sich oft die Züge. Der Zug aus Gletsch fährt bereits ein. Im Bahnhof Furka macht der Zug einen Zwischenstopp, der gerade lang genug ist, um eine Kleinigkeit zu sich zu nehmen. Auch der Zug aus Realp klettert zum Bahnhof Furka hoch. Bis 2000 war hier der Endpunkt der Bahnstrecke und die Lokomotive musste im Bahnhof Furka für die Rückfahrt nach Realp gedreht werden. Direkt nach dem Bahnhof von Furka befindet sich der Furka-Scheiteltunnel, der die Haltestellen Furka und Muttbach verbindet. Im Jahr 2000 wurde der 1874 Meter lange Tunnel nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten wieder offiziell von der DFB in Betrieb genommen. Dieser ist mit 2160 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Alpendurchstich der Schweiz und verbindet die Kantone Uri und Wallis.
Seit 1983 haben sich viele Freiwillige an den Arbeiten entlang der Bahnstrecke beteiligt. Es handelt sich hier um Arbeiten, die nur in der kurzen Sommersaison auf einer Höhe zwischen 1500 und 2100 Metern über dem Meeresspiegel durchgeführt werden konnten. Aufnahmen aus dem Jahr 1937 zeigen, was die Freiwilligen inspirierte. Der Rhone-Gletscher, damals noch in voller Pracht, ist im Laufe der Jahre immer mehr geschrumpft. Hier erreicht ein Zug aus dem Jahr 1937 Gletsch. Für die DFB war die Verlängerung bis Gletsch ein wichtiges Ziel. Nach jahrelanger Sommerarbeit vieler Freiwilliger, Fronarbeit, wie man in der Schweiz sagt, fuhr am 27. August 1998 der erste von einer Dampflok gezogene Bauzug in den Bahnhof Gletsch ein. Bevor der Zug tatsächlich in Richtung Oberwald weiterfahren kann, gibt es im Bahnhofsbereich noch viel zu tun. Zum Beispiel die Instandsetzung einer Weiche. Mit einer nicht ganz zu dieser Lok passenden amerikanischen Lokpfeife fährt der Bauzug wieder Richtung Realp. Die DFB verfügt in der Schweiz über mehrere Werkstätten, in denen die Eisenbahnfahrzeuge und die Maschinen instand gesetzt und gewartet werden. In Aarau befindet sich die Werkstatt, in der die Personenwagen restauriert werden. Es handelt sich hier oft um entsorgte Wagen, die aber nach einer gründlichen Überholung wieder voll betriebsfähig sind. Darüber hinaus verfügen die Werkstätten über erstklassige Maschinen, mit denen Freiwillige auch hier mit großer Fachkompetenz verschiedene Teile anfertigen. Die Dampflokomotiven der DFB werden in eigener Regie überholt und gewartet. Die DFB verfügt im eigenen Hause über das notwendige Know-how. Es erfordert Fachkompetenz, um eine Dampflokomotive mit kombiniertem Zahnrad-Adhäsionsbetrieb zu überholen und zu warten. Diese Rostlaube aus Vietnam harrt noch der Totalüberholung, was noch einige Jahre dauern kann. Bevor der letzte Streckenabschnitt von Gletsch nach Oberwald in Betrieb genommen werden konnte, mussten noch viele Arbeiten durchgeführt werden. Im Oberwald musste noch ein Bahnhof gebaut werden, Brücken und Viadukte mussten saniert und der Kehrtunnel bei Gletsch instand gesetzt werden. Zunächst wurden die Gleise wieder für Bauzüge hergerichtet. Musik
Die DFB ist auch stolze Besitzerin einer 1913 gebauten Dampfschneeschleuder, die sie von der Rätischen Bahn übernehmen konnte. Der Kessel wird in eigener Regie überholt, Heizrohre und Stützbolzen müssen ausgetauscht werden. Hier wird Gewinde für die Anker geschnitten. Irgendwann müssen auch bei der DFB wieder Bilder entstehen können, wie diese aus dem Jahre 1937. Dieser einzigartige Dampfschneepflug kann die Schiene bis zu einer Breite von 2 Metern räumen und den Schnee bis zu 12 Metern auf jeder Seite wegschleudern. Während die Freiwilligen an der Strecke arbeiten, fährt ein von einer Werbeagentur gemieteter Zug von Gletsch nach Rehalb zurück. Die letzte Steigung vor der Einfahrt in den Bahnhof Muttbach. Dieser Bahnhof wurde nach dem Bach benannt, der den Muttgletscher oberhalb des Bahnhofs entwässert. Der Bahnhof wurde auf dem Schutt gebaut, der beim Bau des Fokar-Scheitel-Tunnels anfiel und wurde 1926 eröffnet. Der Scheiteltunnel war von 1981 bis 2000 gesperrt. Nach einer gründlichen Instandsetzung wurde dann die Bahnstrecke zwischen Fokar und Gletsch wieder in Betrieb genommen und die Fahrgäste konnten Gletsch wieder mit der Dampfbahn erreichen. Wir fahren jetzt auf der Südseite des Tals steil hinunter in Richtung Gletsch. Von hier haben wir einen Ausblick auf den Rhone-Gletscher bzw. dasjenige, was davon noch übrig ist. Gletsch ist ein Dorf an der Verzweigung von Grimsel- und Fokarstraße. Es besteht aus einer Kapelle, dem Hotel Glacier du Rhône, dem Blauhaus und dem Bahnhof der DFB. Wenn man einen Lokführer fragt, was beim Fahren mit einem Zug wichtig ist, wird er antworten:
Das Wichtigste beim Fahren mit einem Zug ist das Bremsen. Die Bremssysteme der Zahnraddampflokomotiven sind sehr kompliziert und müssen viele Sicherheitsstandards erfüllen. Auch in Gletsch wird der Wasservorrat wieder aufgefüllt. Zurück zum Jahr 1981. Die Furka Oberalpbahn musste sich von der Furka Bergstrecke verabschieden. Zwischen 1941 und 1981 fuhren ihre elektrischen Züge auf dieser Bergstrecke. Hier sehen wir das Zahnradsystem Abt, bei dem die Zähne eine halbe Zahnteilung gegeneinander versetzt sind. Hierdurch wird ein ruhiger Lauf gewährleistet. Auch der Glacier-Express fuhr bis 1981 noch oberirdisch. Das war zur Zeit der Dampflok gewiss ein einzigartiges Erlebnis. Am 12. August 2010 war es soweit. Mit der Eröffnung der Strecke zwischen Gletsch und Oberwald wurde die alte Bergstrecke wie im Jahr 1981 wieder vollständig befahrbar. An der offiziellen Eröffnungsfahrt nahmen Mitarbeiter teil, die sich über Jahre uneigennützig dafür eingesetzt hatten, Oberwald wieder erreichbar zu machen. Thank you.
Nach über 25 Jahren Arbeitseinsatz von Idealisten war es endlich soweit und legte der erste Dampfzug die gesamte Strecke von Rehalb nach Oberwald zurück. Schön gsi, wunderbar. Wunderbar. Schöner Tag, Freude herrscht. Der erste Zug und die offizielle Eröffnung durch Altbundesrat Adolf Ogi fanden großes Interesse. Die Gebrüder Walter und Manfred Willi unterstützten ihn dabei. Sie sind die DFB-Pioniere der ersten Stunde. Früher wurde hier am Bahnübergang über die aus der Fahrbahndecke ragende Zahnstange gefahren. Das ist heute nicht mehr erlaubt. Die DFB bot eine Lösung mit einer in der Fahrbahndecke versenkbaren Zahnstange. Diese Konstruktion wurde im eigenen Hause konstruiert und gefertigt. Auch wird hier die ehemalige Furka Oberalpbahn HGM 44 vorgestellt. Diese von der Matterhorn-Gotthardbahn ausgeliehene Diesellokomotive erfreut sich dank des Einsatzes der DFB Diesel Crew immer größere Beliebtheit. Zwischen Oberwald und Gletsch herrscht bei anhaltender Trockenheit Waldbrandgefahr. Diese wird durch Funkenflug aus der Dampflokomotive verschärft. Daher wurde entlang der Strecke eine Sprinkleranlage installiert, um die unmittelbare Umgebung zu bewässern.
Die Anlage soll kurz vor und kurz nach Vorbeifahrt der Lokomotive eingeschaltet sein. Aber manchmal sorgt sie auch für Abkühlung bei den Fahrgästen. Die Strecke zwischen Oberwald und Gletsch ist ein Touristenmagnet. Aus diesem Grund fahren auch zusätzliche Kurzzüge zwischen den beiden Haltestellen. Hierfür werden von der Wisp-Zermatt-Bahn stammende Dampflokomotiven sowie die HGM-44 Diesellokomotive eingesetzt. Diese Diesellokomotive wurde 1967 von der Furka Oberalpbahn in Betrieb genommen. Auf dieser Lokomotive konnte man bei Stromausfall, Arbeiten an der Oberleitung oder zur Schneeräumung zurückgreifen. Genau wie an einem belebten Eisenbahnknotenpunkt fährt die Diesellok unmittelbar nach Ankunft des Dampfzugs aus Oberwald in Gletsch ab.
Auch während der Fahrt von Oberwald nach Rehalb wird in Gletsch Wasser getankt. Der letzte Zug des Tages fährt vorsichtig über die Zahnradstrecke in Richtung Rehalb. Dieses Pfeifsignal hat einen besonderen Grund. Es wird daran erinnert, dass an dieser Stelle am 15. Mai 1965 eine Lokomotive beim Schneeräumen von einer Lawine erfasst wurde. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Zum Gedenken an diese ertönt immer das Pfeifsignal, wenn der Zug den Unglücksort passiert. Auch im letzten Zug zurück fährt zur Schubunterstützung eine Diesellok mit. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, weil im Tunnel auf der Muttbachseite die Steigung groß ist und zusammen mit der Feuchtigkeit im Tunnel Probleme verursachen kann. Am letzten Tag der Fahrsaison blicken wir noch kurz auf den Tag im Jahre 1981 zurück, als der letzte Zug der VOKA Oberalpbahn über diese Bergstrecke fuhr. Statt der enttäuschten Eisenbahnfans von damals gibt es heute dank hunderter Freiwilliger, die dieses Projekt realisiert haben, nur glückliche Fahrgäste.